Mittagspause. Es gab heute Spaghetti aus unserer Pommesbude hier nebenan. Und jetzt geht's weiter. Und zwar Technik Teil 2, Tanks, Baugrößen, Multiventile, Leitungen. Jetzt habe ich aber noch was vergessen. Tankeinfüllstutzen ist noch wichtig. Kleinen Moment mal. Sonst mal Tankeinfüllstutzen in 16. So, Entschuldigung. Beginnen möchte ich hier mit diesem Vierlochtank. Vierlochtank-Bauform ist heute nicht mehr ganz so häufig. Das wird heute nicht mehr so oft gemacht. Damals ist das öfter vorgekommen. Heute bezeichne ich das als gute alte holländische Bauweise. Die sind relativ teuer und werden aber auch heute nicht mehr viel verwendet. Obwohl diese ganze Geschichte nicht schlecht war. Ich möchte hiermit aber beginnen, nur um zu zeigen, wozu sind überhaupt Ventile da. Tank ist klar, ein Behälter, wo Kraftstoff drin ist. Und die Ventile sind mir wichtig, erstmal zu erklären, was muss außer dem Tank selber der Tank so auch können. Ja? Also, das ist ein Vierlochtank. 1, 2, 3, 4 Löcher. Erste Loch ist Entnahmeventil, elektromagnetisch angesteuert, Entnahme. Das, wenn der hier öffnet, elektromagnetisch vom Steuergerät aus signalisiert, geht vorne das Gas an den Verdampfer. Zweite ist das 27 Bar Überdruckventil. Da komme ich gleich noch zu, erkläre es nochmal genauer, wozu das da ist. Das dritte Loch ist für den Schwimmer, der quasi hoch und runter geht, je nach Tankbefüllstand, und die Tankanzeige anzeigt vorne am Fahrzeug. Und dieses Ventil ist quasi das Befüllventil. Wenn wir an der Tankstelle betanken, ist auch ein Schwimmer dran, das bei 80% Füllmenge den Füllvorgang beendet, quasi schließt. Ja? Zu den Tankbauformen. Also hier ist erstmal klar. Entnahme, Überdruck, Tankanzeige und Befüllventil. Vier Ventile. Das habe ich jetzt vorweggenommen, weil wir bei diesen normalen, modernen Tanks heute Multiventile haben. Deswegen habe ich das zuerst erklärt, was so ein Multiventil auch alles kann. Dieses Multiventil kann nämlich im Prinzip dasselbe wie diese einzelnen vier Bauteile da drin, deswegen auch Multiventil. Leitung ist runtergefallen, kann ja erstmal unten liegen bleiben, hebe ich gleich auf. Das sind die beiden gängigen Tanks oder die drei gängigen Tanks. Einmal Zylindertank, den gibt es auch als Einloch mit Multiventil. Und Vierloch. Das ist jetzt ein Vierloch-Tank. Ich wollte nicht so viel rankramen. Ne? Das ist der normale Radmühlentank in Donutform. Man sagt Donut, weil er in der Mitte offen ist. In der Mitte. Also jetzt bitte nicht gucken. Nicht dieses Loch. Das ist für alles Anschauungsmaterial. Sondern dieses Loch. Hier sitzt dieses Multiventil in 30 Grad ausgerichtet. Deswegen ist das ein 30 Grad Multiventil-Tank. Donut-Tank. Diese Tanks gibt es in sämtlichen. Genau wie die 0 Grad Unterflur-Tanks, da komme ich gleich zu, gibt es in den Größen, also Durchmesser, 520, 580, 600, 630, 650, 680 und 720. Die verschiedenen Größen gibt es, je nach eurer Reserveradmulde. Einmal kurz ausmessen, wisst ihr, was da für ein Tank reinpasst im Durchmesser. Die Höhe könnt ihr euch im Prinzip selber aussuchen. Entweder macht ihr den ganz glatt, dass quasi, das ist wie original, die Ablage völlig glatt ist, oder ihr nehmt den halt höher, wenn ihr mehr Reichweite haben wollt und müsst euch dann eben eine Platte bauen. Wir nehmen dann so ein Styrodur-Material aus dem Baumarkt, wo wir das rundherum mit auffüttern, dann machen wir die Abdeckung oben wieder drauf, das ist ganz einfach. Auch Höhen sind von 180, 200, 220, 240, 270 und 300. Also die gibt es bis 30 cm in der Höhe. Genauso wie bei diesen 0 Grad Tanks. Das ist im Prinzip auch Vierloch, Einloch, Einloch 30 Grad, Einloch 0 Grad. Das ist der Unterflurtank. Hier sind die Befestigungen, wie man den unter einem Fahrzeug drunter schraubt. Auch Einloch für Multiventil. Auch die gleichen Größen. Ich kann das nochmal kurz wiederholen. 520, 580, 600, 630, 650, 680 und 720er Durchmesser. Und in der Höhe von 180 bis 300 in der Höhe kann man die bestellen. Ich habe hier relativ kleine Exemplare extra genommen, um das anschaulicher zu gestalten. Ja? Dieses Multiventil, wie gesagt, die gibt es dann in 30 Grad Radmühlentank-Version. Und in 0 Grad Version und in 30 Grad Zylindertank Version
sowie auch in 0 Grad Zylindertankversion. Das kann, da kann man quasi, wenn das Loch hier ist, kann man den quasi auch so einbauen, dass es auf 0 Grad ist. Aber da muss man gucken, dass man auch das richtige Multiventil dafür nimmt. Ne? Das ist das Multiventil quasi rein. Hier ist ein Tanksender drauf, der setzt man hier drauf und jetzt kann man genau sehen, oh, verkehrt rum, jetzt kann man genau sehen, wenn der Tank leer ist, 0, und wenn der Tank voll ist, voll. Diese Tanksender, die meisten funktionieren nach 0 bis 90 Ohm. 0 Ohm ist der Tank leer, 90 Ohm Widerstand ist der Tank voll. Das wird mit diesen beiden Kabeln an das Gassteuergerät gesendet und wird dann vorne in einem kleinen Umschalter-Fahrerpanel der Füllstand grob, ich sag extra grob, angezeigt. Ja. Ist nicht so eine ganz tolle Geschichte, aber ist schon in Ordnung. Funktioniert schon einigermaßen. Gastanksicherheit. Warum ist so ein Gastank so extrem sicher? Warum sind keine Brände, Explosionen, sonst irgendwas bekannt? Ist einfach so. So ein Tank, die gesetzliche Vorgabe ist Füllung bis 80%. Fährt nun einer auf das Auto drauf und er kriegt eine Riesenbeule und wird gestaucht, sind diese 20% Restluft quasi als Kompressionsgrundlage. Ist der dann da drüber, über 30 Bar, geht dieses 30 Bar Überdruckventil auf, dieser rote Ploppen fliegt raus, sind die 30 Bar abgebaut, geht das wieder zu. Hier ist normal ein Armaturenschutzkasten drauf, das Gas geht immer, egal ob bei dem oder dem Tank, aus dem Fahrzeug raus, ablüften nennt sich das. Es fährt einer drauf, Tank staucht sich, Gas geht unten raus, fertig, aus. Fahrzeug brennt durch irgendwas, keine Ahnung, ein Kabel brennt, Fahrzeug brennt, das Gas kocht, hier geht das Überdruckventil auf und das Gas wird kontrolliert nach außen abgelassen und brennt kontrolliert auch draußen ab. Da gibt es auch Videos zu, einfach bei YouTube mal gucken, die sind aber nicht von uns, da haben sie so Gasautos mal angezündet. Ne? Genauso ist es die doppelte Sicherheit immer, wenn dieser Füllstopp, 80% Füllstopp mal nicht funktionieren sollte und man durch irgendwas alles doppelt, dreifach abgesichert, man tankt den zu 100% voll und es ist draußen, man hat morgens getankt, es ist draußen relativ kühl und tagsüber knallt die Sonne da drauf, dass sich dieses Gas quasi ausdehnt und auch den Überdruck geht das auch auf. Also das ist alles eben halt mega sicher, diese ganze Geschichte. Wie gesagt, der Vierloch, diese vier Löcher da, die können genauso viel wie dieses Multiventil, da ist das alles in einem Multiventil vereint. Ja? So viel erstmal kurz und knapp zu Tanks und Multiventil. Irgendwelche Fragen noch, einfach unten reinschreiben. Ich bin für euch da, ich antworte da relativ schnell drauf. Irgendwas, was ich vergessen habe, mein Gott, egal, mache ich halt nochmal ein neues Video. Aber ich meine jetzt, das erstmal so grob erklärt zu haben. Kommen wir mal zu den Leitungen. Kupferleitungen haben wir verbaut bis vor 5 Jahren. Die Zeiten sind vorbei. Kupferleitungen brauchen wir nicht mehr. Wir haben heute Thermoplastikleitungen, einmal in 6 mm und einmal in 8 mm. Jetzt kann man sich wundern, die sind ja gar nicht 6 und 8 mm. Nee, sind die auch nicht. Das ist hier irgendwie so 12, 13 mm Außendurchmesser und das sind auch schon so 10, 12 mm Außendurchmesser. Das schimpft sich nur so, weil, auch das blöde Multiventil mal weglegen. Das schimpft sich nur so, weil auf diese schmale Leitung oder auch auf diese große Leitung kommen diese Flexleitungsverbinder drauf. Und die verhalten sich am Ende genau wie eine 6 mm Kupferleitung oder wie eine 8 mm Kupferleitung. Warum verschiedene? Zum Befüllen des Fahrzeugs wird immer eine 8 mm Leitung verwendet. Das heißt also, vom Tankeinfüllstutzen, der liegt da auch, der hat mein guter Mitarbeiter mir eben gerade da schnell gebracht, zeige ich auch gleich. Zum Befüllen des Fahrzeugs wird immer eine 8 mm Leitung verwendet, sonst wird es auch zu lange dauern, das Befüllen. Das dauert genauso lange wie Benzintanken oder geht sogar teilweise ein bisschen schneller. Wird eine 8 mm Leitung verwendet. Zur Entnahme wahlweise 6 oder 8 mm nach vorne zum Verdampfer. Eine grobe Faustformel, die ich sagen kann, ist, 6 mm nehmen wir bei Fahrzeugen bis 200 PS. Alles, was über 200 PS, nehmen wir 8 mm. Das quasi immer genug zur Verfügung stellt. Aber bis 200 PS, 6 mm, überhaupt gar kein Problem. Das geht völlig problemlos. Ne? So, dann haben wir die Tanks, die Bauform. Die Ventile, ob Multiventil oder Vierloch, die haben die gleichen Funktionen im Prinzip. Dann haben wir noch den Tankeinfüllstutzen. Jetzt fällt hier alles wieder auf den Boden. Tankeinfüllstutzen. Dieses ist ein Tankeinfüllstutzen, wie er quasi immer unter die Benzin,
Original-Benzin-Tankklappe verbaut wird. Ein sehr schönes Ding ist das hier. Tomasetto M16. Die sind wirklich wunderbar, weil vollen Betankungsdurchlass. Wir haben hier wirklich fast 10 mm Betankungsdurchlass, die wirklich durchgehen. Und die haben durch dieses M16 sind die unglaublich, unglaublich stabil. Da bricht nichts ab und nichts. Und dann gehen die quasi, geht quasi hier das Gas rein, direkt bis zum, hier bis zum Einfüllventil. Ich habe gerade von Unfällen gesprochen. Ich habe gesagt, sowas ist noch nie passiert und sowas gibt es nicht. Ja, ist ja doch schon passiert. Mir sind zwei Fälle bekannt, die möchte ich euch jetzt auch wirklich nicht verheimlichen, weil es eigentlich nicht zu verheimlichen gibt. Nummer 1, das war vor kurzem erst, da ist ein älterer Herr irgendwie mit 160 vorm Baum gefahren, war schon direkt nach dem Aufprall tot. Das Fahrzeug hat angefangen zu brennen. Wahrscheinlich durch elektrisch hat es irgendwo einen Kurzschluss gegeben, die Batterie, irgendwo einen Kurzschluss, hat was geglüht und hat das Auto gebrannt. Jetzt, was ist jetzt passiert? Jetzt kam die Feuerwehr, haben dieses Fahrzeug gelöscht und auf einmal ist dieser Tank explodiert und lag dann irgendwie 300 Meter weiter hinten auf der Wiese. Und es sind, gestorben ist glaube ich kein Feuerwehrmann, aber schwer verletzt. Oder ist einer gestorben? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Müsst ihr mal googeln, das steht im Internet drin. Was ist da denn passiert? Himmelswillen. Es gab ein Multiventil von der Firma BRC Europa 1. Ein ganz, ganz altes Multiventil. Wurde auch, glaube ich, nur so bis 2002 oder 2003 hergestellt. Und da hat sich herausgestellt, dass quasi hier dieses 27 oder 30 Bar Überdruckventil, das hat nicht funktioniert. Da hat sich ein Kunststoff irgendwo abgelöst, hat sich da reingesetzt und dann hat das nicht funktioniert. Richtig, Falco? Habe ich recht? Na, er weiß das auch, ne? Ja. Das hat nicht funktioniert. Und dadurch ist bei dem Brand, hat das Gas angefangen zu kochen. Das Überdruckventil konnte nicht öffnen und der Tank ist explodiert und flog dann da hinten auf die Wiese. Das war das große Problem, was da passiert ist. Dieses BRC Europa 1 Multiventil, das wurde dem Kraftfahrtbundesamt gleich gemeldet und das wurde aus dem Verkehr gezogen. Die Gasfahrzeuge sind zur Hauptuntersuchung gegangen. Die AAS oder die Prüfer von der Überwachungsorganisation TÜV, DEKRA, GTÜ, KÜS, die kriegen Informationen vom KBA, die sollen bitte prüfen, was für ein Ventil da drin ist. Und dann haben die Hauptuntersuchung nicht bestanden. Die Firma BRC hat aber kostenlos, auch nach 10 Jahren, da wirklich gut reagiert. Und die haben die gratis ausgetauscht, diese Multiventile, auf Typ Europa 2. Und dann ist das nicht mehr passiert. Das ist übrigens jetzt hier ein Multiventil von der Firma Tomasetto, eigentlich der gängigste Hersteller auch. Sind sehr gut, ist einfach ein gängiges Teil, verbauen wir schon seit Jahren, kein Problem. Was gibt es denn da? Tomasetto, BRC, OMB, CODÖ, gibt es einige Hersteller, genau wie Tankhersteller. Starco, GZWM, Stepp, Bormech, Atrama, ja, diese ganzen Hersteller gibt es. Ist aber im Prinzip alles egal, sind alle gleich gut, alle gleich zu benutzen, haben im Prinzip alle dieselben ECE-Normen auch und das war es eigentlich so im Prinzip. Ne? Diese Tankeinfüllstutzen, wie gesagt, die sind sehr, sehr gut. Tomasetto M16, ach genau, deswegen, der zweite Unfall, der noch bekannt ist, ist auch ganz groß in den Medien, durch die Medien gegangen oder auch bei YouTube, da hat so eine Frau ihren Cabrio betankt und der hat dann angefangen zu brennen. Warum das auch immer passiert ist, weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann, ist, das war kein M16 Tomasetto, sondern das war ein billiger M10 mit so einer ganz komischen, billigen Dichtung da hinten dran. Und die waren echt immer undicht beim Betanken. Aber das alleine führte nicht zu diesem Unfall. Ein Unfall ist immer, ich weiß aus der Fliegerei, ich bin Privatpilot und solche Fehler, die passieren immer, das sind immer mehrere Umstände zusammen, niemals einer. Und da war es so, dass dieser Tankeinfüllstutzen undicht war, dieser blöde, billige M10er. Und das Gas ist dann quasi ins Fahrzeug gelangt. Und im Fahrzeug hat es dann irgendwie einen Funken gegeben. Ich weiß nicht, ob das vom Rücklicht, vom Bremslicht ausgelöst wurde oder so. Aber solche Sachen dürfen halt nicht passieren. Es war auch ein unseriöser Umrüster, den es auch lange, lange nicht mehr gibt. Und die existieren eben halt nicht mehr. Aber solche Sachen passieren wesentlich weniger wie irgendwelche Unfälle, die mit Benzin passieren. An Tankstelle, wenn ein Auto mit Benzin betankt wird oder beim Unfall auf der Autobahn, da Benzin irgendwo ist.
wenn da irgendwo ein Unfall auf der Autobahn passiert, mit Benzin, eine Riesenlache, ein Riesentamtam, überall muss abgestreut werden, mit Gas macht das kurz pff, und das Zeug ist weg, jeder kann da langlaufen. Ne? So viel dazu. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil Valko geht mir voll auf den Geist, der liegt mir immer vor den Füßen. Zylindertank in 30 Grad Radmuldentank zum Verbau in der Reserveradmulde, 0 Grad Tank zum Verbau und unter dem Fahrzeug. Das sind die Tanks, die es so gibt. Und fertig aus. Wenn ihr Fragen habt, unten reinschreiben und unseren Kanal abonnieren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich danke euch. Tschüss.